Kapitel 9. Die Legende der dunklen Welt. Also zunächst brauchen wir ein reines Element. Das haben wir aber bereits abgehakt. Ich unterbrach ihn sofort. Wie jetzt? Das reine Element ist bereits abgehakt. Als ihr mich zurückgeholt habt, gab es ja diesen letzten Lichtblitz. Das waren die Reste des reinen Elements. Ohne sie hätte meine Seele keine Stabilität. Anders gesagt, ist das reine Element ein Teil meiner Seele. Und dann hatte ich die glorreiche Idee, dass das, was wir zum Sieg benötigen, eine eigene dunkle Macht ist. Ich hatte gerade einen Schluck Wasser genommen und spuckte ihn sofort wieder aus. Warte, was? Bist du jetzt komplett durchgedreht? Haben wir bei der Beschwörung deinen Verstand vergessen? Ich wusste, dass du das sagen wirst, Floink. Das haben die anderen zunächst erstmal auch. Aber überleg mal. Beide reinen Elemente haben keinen eigenen Willen. Und weißt du warum? Weil sie nicht auf natürliche Weise geschaffen wurden, sondern aus Splittern. Wenn wir eine dunkle Macht aus Splittern erschaffen, dann hat sie ebenfalls keinen eigenen Willen und kann sich somit nicht gegen uns stellen. An sich klang das Ganze zwar logisch und könnte funktionieren, aber ich sah noch ein winziges Problem an diesem toll ausgearbeiteten Plan. Das hört sich alles toll an, aber wo willst du denn mal kurz auf die Schnelle ein paar Splitter zum Erschaffen einer dunklen Macht auftreiben, Günther? Hast du das schon mal bedacht? Diesmal nahm Latios Günther die Antwort vorweg. Aus der dunklen Welt. Ich verstand immer noch genauso viel wie zuvor. Die dunkle Welt? Wo soll so etwas liegen? Ich habe noch nie davon gehört. Und so begann Latios, mir eine Legende zu erzählen. Seit Jahrhunderten geht in unserer Welt eine Legende umher. Ich wundere mich, dass du anscheinend noch nie davon gehört hast. Diese Legende erzählt von einer Art Parallelwelt zu dieser hier, nur dass sie bereits in der Zukunft liegt. Doch in dieser Welt ist es anders gelaufen als hier. Da es eine Parallelwelt ist, geschehen an sich dieselben Dinge wie bei uns, nur manche Entscheidungen, die Pokémon treffen, ändern sich. Und somit sind manche Wendungen in der Geschichte völlig anders. Es sind nun einmal alternative Welten. In dieser alternativen Welt ist alles anders gelaufen. Die Zerstörung konnte nicht gestoppt werden. Die Welt versank in Dunkelheit. Es gibt nur noch wenig Leben. Und die Legende über diese Welt ist einer von tausend Gründen, weshalb das Auftreten der dunklen Macht den Pokémon dieser Welt so viel Sorge bereitet. Sie befürchten, sie könnte dafür sorgen, dass unsere Welt eines Tages die nächste dunkle Welt wird. Doch die dunkle Welt ist und bleibt eine Legende, zumindest für die meisten. Doch ich habe wichtige Informationen vom größten Experten auf diesem Gebiet, der dunklen Macht selber. Als sie mich darauf vorbereitete, gegen Latias zu kämpfen, erzählte mir sie mir davon, dass ihr Ziel wäre, eine perfekte Welt zu erschaffen. Eine Welt ganz nach dem Abbild der dunklen Welt. Ich war natürlich zunächst genauso verwirrt wie du gerade und als ich nachfragte, bestätigte die dunkle Macht mir sämtliche Legenden. Die dunkle Welt existiert in genau der Form, in der alle Pokémon sie fürchten. Sie erzählte mir sogar, dass es in unserer Welt ein Portal gäbe, mit dem man in die dunkle Welt reisen könnte. Und da die dunkle Welt ähnlich ist wie unsere, aber doch anders, kann der Auserwählte dort kein reines Element erschaffen, sondern eine dunkle Macht. Tatsächlich wirkte Günther von dieser Ausführung überrascht als ich. Wie bitte? Man erhält die dunkle Macht genauso wie das reine Element. Davon hast du bisher noch kein Wort gesagt. Heißt das, ich muss nochmal 3 von diesen schrecklichen Prüfungen absolvieren oder was? Als ob die es in unserer Welt gab, nicht schlimm genug waren. Ich rechnete damit, dass Latios versuchen würde, Günther zu beruhigen, doch er reagierte etwas weniger feinsinnig, als ich annahm. Naja, nicht ganz. Die Wächter der Prüfungen prüfen ihre Opfer dort selber. Das übernimmt kein Splitterwächter, wie hier Latias. Und glaub mir, sie werden ihre Freude daran haben. Alle Wächter dort sind Geschöpfe des Schattens, wie sämtliche Wesen dieser Welt. Das heißt so viel, wie dass die Prüfungen deutlich schwieriger werden, als die für die Splitter des reinen Elementes. Man merkte Günther an, wie amüsiert er über diese Aussichten war. Na toll, das wird ja echt ein Traum. Und lass mich raten, ich muss sie komplett alleine bestreiten, da das leider nur der Auserwählte darf. Latios Antwort war jedoch für uns alle überraschend. Nun ja, in diesem Satz ist nur die zweite Hälfte richtig, aber es kann nicht ein und dasselbe Pokémon,
der Auserwählte des reinen Elements und der dunklen Macht sein. Deswegen bist du nicht derjenige, der diese Prüfungen bestreiten muss. Nun waren wir alle neugierig. Aber wenn es nicht Günther ist, wäre es dann der Auserwählte der dunklen Welt. Er müsste ja noch stärker sein als Günther, um diese Prüfung zu bestehen. Wo finden wir so ein mächtiges Pokémon? Latios schien nicht zu wissen, wie er auf diese Aussage reagieren sollte. Er sah etwas wehmütig in meine Richtung. Nun, es ist so. Günther fragte ihn, ob er so reagierte, weil er keine Idee hatte, wo der Auserwählte sein könnte. Doch ich verstand bereits, was Latios mir sagen wollte. Das kannst du nicht ernst meinen, Latios. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Günther verstand immer noch nicht, was er meinte. Wie, was ergibt keinen Sinn? Kann mich jetzt mal jemand einweihen, was hier los ist? Latias und Hydropi, die ganze Zeit ruhig gewesen waren, schalteten sich nun auch ins Gespräch ein. Jetzt will ich auch wissen, wer der Auserwählte sein soll. Komm doch einfach zum Punkt, Latios. Dann sind, denke ich, alle zufrieden. Latios bestätigte meine Annahme nun endgültig und weihte somit auch die anderen ein. Floink hat es selber schon herausgehört. Er ist selber der Auserwählte der dunklen Welt. Aber was ergibt das denn für einen Sinn, Latios? Im Vergleich zu jemandem wie Günther bin ich einfach total schwach. Und wenn Günther bei den Prüfungen dieser Welt schon Probleme hatte, wie soll ich dann bitte so etwas bestehen können? Ich erwartete ehrlich gesagt keine ernsthafte Antwort. Doch Latios schien mehr zu wissen, als ich dachte. Sogar so viel, dass es fast gruselig war. Überleg einmal, Frank. Du erinnerst dich ja an nichts, was vor deiner Ankunft im Zwielichtforst geschehen ist, richtig? Ich war zunächst einmal sprachlos. Was? Woher weißt du das? Ich habe das noch nie jemandem erzählt. Zu meiner Überraschung übernahm Hydropi das Antworten. Wir wissen alle Bescheid, Floink, nicht nur er. Aber, was? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte Bisasam bei meinem ersten Treffen mit ihm nur erzählt, dass ich nicht aus der Gegend kommen würde, da ich nicht sagen wollte, dass ich keine Idee habe, woher ich komme. Ich wollte nicht, dass sich jemand Gedanken macht, deswegen habe ich es verschwiegen, doch nun stellte sich heraus, dass all meine Freunde darüber Bescheid wussten. Günther erklärte mir den Grund dafür. Also, an sich hat es Bisasam uns allen einfach erzählt. Während unserem ersten großen Abenteuer, an dem Abend, als wir in Schatzstadt ankamen, als du eingeschlafen warst, hatte Bisasam uns alle noch einmal geweckt und uns erzählt, dass er sich sicher war, dass du einen Gedächtnisverlust erlitten hattest. Er meinte, du hättest ihm bis zu diesem Zeitpunkt schon längst etwas über deine Vergangenheit erzählt, wenn du sie überhaupt selber kennen würdest. Er hat sich damals wirklich Sorgen gemacht. Wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, es dir zu sagen, sobald wir die dunkle Macht besiegt hätten, damit wir dir helfen könnten, etwas über deine Vergangenheit herauszufinden. Aber daraus ist offensichtlich nichts geworden. Ich brauchte erst einmal einen Moment, um das Ganze zu verarbeiten. Schließlich verstand ich, was geschehen war, doch ein Teil davon verstand ich immer noch nicht. Aber wenn Bisasam es an diesem Abend erzählt hatte, woher wisst ihr denn davon, Latias und Latios? Die Erklärung war aber eigentlich auch logischer als erwartet. Hydropi hat es mir einige Tage nach dem Tag X erzählt und ich habe es, bevor wir zu euch gestoßen sind, noch an Latios weitergegeben. Ich war mit ihren Antworten zufrieden und wollte einfach nicht mehr lange darüber reden. Also zu deiner Frage, Latios, ja, das stimmt. Aber was hat das mit der dunklen Welt zu tun? Das ist gerade die Frage. Ich weiß es selber nicht. Aber es wäre möglich, dass deine Vergangenheit und dein Gedächtnisverlust in irgendeiner Form mit der dunklen Welt im Zusammenhang stehen. Und ich bin mir sicher, du bist nicht schwach, aber du hast noch sehr viel ungenutztes Potenzial in dir. Du bist genau der Richtige für diesen Job. Ich sah ein, dass es keinen Sinn hatte, sich dagegen zu wehren. Ich würde diese Prüfungen bestreiten müssen. Gut, ich werde es versuchen. Aber wo genau befindet sich eigentlich das Portal in die dunkle Welt? Latios wirkte sehr verlegen. Also, das ist eine ganz doofe Geschichte. Es ist so, das Portal liegt in einer versteckten Höhle. Direkt im Spiegelsee in Silberdorf. Was? Silberdorf?
Da hat sich doch die dunkle Macht eingenistet. Wie zur Hölle sollen wir dorthin gelangen? Latios schien ebenso ratlos wie die anderen. Eine belastende Stille kehrte ein. Es dauerte ein paar Minuten, bis Latios sich als Erste zusammenriss. Wisst ihr was? Wenn das Portal in Silberdorf ist, dann gehen wir nach Silberdorf. Haben wir eine andere Wahl? An sich wusste ich, dass sie recht hatte. Doch trotzdem fragte ich Latios zur Sicherheit. Und, man kann nicht von der Küste außerhalb von Silberdorf das Portal erreichen? Er verneinte. Nein. Die einzige Möglichkeit, gegen den Auftrieb, der am Grund des Sees herrscht, anzukommen, ist vom Hügel im Dorf mit vollem Anlauf ins Wasser zu springen. Nur dann kann man die geheime Höhle erreichen. Somit waren sämtliche andere Wege ausgeschlossen. Wir mussten nach Silberdorf dort den Hügel erreichen und den Auftrieb bezwingen. So traten wir unsere Reise nach Silberdorf an, die noch verheerender werden würde als unsere vorherigen Abenteuer. Doch vorher gab Latios uns noch einen wichtigen Tipp. Aber passt auf, wenn ihr versucht, das Portal zu betreten. Wir werden ohne eine eigene dunkle Macht nicht in unsere Welt zurückkehren können. Sobald wir in die Höhle eingetaucht sind, gibt es nur noch das Portal oder den Tod. Wir hatten uns noch keinen einzigen Gedanken darüber gemacht, wie wir Silberdorf durchqueren konnten, ohne entdeckt zu werden. Wir wussten nicht, ob wir vielleicht sogar erwartet wurden. Wenn Nick Crossmer der dunklen Macht von Latios Umschwung berichtet hatte, dann würde sie sicher mit uns rechnen. Jedoch war Silberdorf nicht groß. Wir würden weniger als 2 Minuten benötigen, um das Portal zu erreichen.